Hi, heute ist Dienstag und ich hoffe, das Video kommt auch noch heute Dienstag, aber das braucht bei mir immer so ewig, weil ich ja in einem Wohnheim wohne und da das Internet so langsam ist im Moment. So krasse Überleitung. Diese Woche haben wir zwei Themen zur Auswahl. Ein Thema davon ist Roomtour. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, wohne ich in einem Wohnheim. Und dementsprechend groß ist es hier auch. Also ich wohne auf nicht mal 30 Quadratmeter. Zu zweit, muss man sagen, mit meiner Freundin noch zusammen. Und mich wundert es, dass ich noch keine Depression bekommen habe, deswegen. Vielleicht habe ich ja schon eine, nur ich weiß es nicht. Es ist echt hammer klein und es ist auch viel zu klein. Aber gut, ja, was soll man machen? Ja, wir können umziehen, bla bla bla, aber das geht nicht, das ist ein anderes Thema, ja. Also keine Roomtour. Also könnte ich schon machen, aber die wäre innerhalb von 30 Sekunden vorbei, weil wir halt nur auch zwei Räume haben und ja, so spektakulär ist es auch nicht. Das zweite Thema ist, wie ist unser Weg so bisher verlaufen von Anfang bis jetzt? Ja, was soll ich da großartig sagen? Ich bin in Therapie, habe gleich meine Indikation bekommen in der ersten Therapiestunde und habe dann anderthalb Monate später oder so meinen Testo bekommen, habe meine Mastek früher bekommen, also und ja, bei mir steht jetzt demnächst auch die Hysto an, vielleicht noch dieses Jahr, mal gucken, also hoffentlich dieses Jahr noch, Vornamens- und Personenstandsänderung ist durch. Also eigentlich ist ja eigentlich ganz gut und reibungslos verlaufen. Also ich kann mich da eigentlich echt nicht beklagen. Meine Ausbildung habe ich bekommen. Ja, also die wissen ja auch alle Bescheid. Also trotz noch nicht geänderten Vornamen und so, also musste ich mich ja outen. Die sind alle tolerant, also naja, was heißt alle, meine Ausbildung weiß es und die Personaltante da weiß es, anders weiß es halt keiner. Also, denke ich, hoffe ich. Was kann ich noch erzählen? Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass in meinem Umkreis hier, also dass ich in meinem Umkreis jetzt nicht so viele Trans-Jungs kenne. Also ich kenne zwei. Der eine davon, das ist nicht so, wir verstehen uns nicht so, was heißt wir verstehen uns nicht so, wir führen halt, wir leben in zwei verschiedenen Welten, sag ich mal so. Also für ihn, weil sie erst ein bisschen anders als ich, ganz einfach. Und der andere ist eigentlich echt ganz cool. Das ist der Ben, falls du es siehst, hi. Der ist echt in Ordnung. Schade, dass das Kontakt ein bisschen eingeschlafen ist, aber wohnt jetzt auch nicht so um die Ecke. Aber das wird sich bald ändern. Und zwar zieht jetzt nächsten Monat einer in meine Stadt. Der ist auch nur total korrekt. Den kannte ich tatsächlich auch schon. Wir waren auch schon befreundet bei Facebook, weil er auch in dieser einen Transmann-Gruppe ist und da haben wir uns irgendwann mal geaddet, also einer von uns, und ja, da freue ich mich schon voll drauf, dass endlich mal einer, der halt, mit dem man sich darüber auch unterhalten kann und der auch noch voll in Ordnung ist und so, und da freue ich mich echt schon drauf, dass der hierher zieht. Eigentlich passt das gar nicht zum Thema, also die Verläufe, ja. Ansonsten, das mit meiner Mastek ist halt ein bisschen ärgerlich gelaufen.
will ich jetzt nicht nochmal erklären, ihr könnt einfach das mein vorheriges Video angucken zum Thema Mastek. Das ärgert mich ein bisschen, da ich ja so überzeugt von Düsseldorf war und so. Ja, dann nervt mich ein bisschen, dass mein Bartwuchs noch so ein bisschen, also es kommt jetzt so langsam. Ich helfe auch ein bisschen nach, jetzt schon seit einer Weile. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten kann ich mich echt nicht beklagen. Ah, na doch, eine Kleinigkeit. Und zwar, das ist mein Arsch, beziehungsweise, ja gut, an der Hüfte kann ich jetzt nicht so viel ändern, aber dass der Arsch und so allgemein die Fettverteilung hier unten halt noch nicht so einsetzt, das ist ein bisschen schade. Und ansonsten, ja, mit meinem Urologen bin ich nicht so zufrieden. Also, ich habe einen Urologen, der mir halt das Testo gibt, verschreibt, bla bla bla, der sich darum kümmert. Und ich habe das Gefühl, er hat nicht so viel Ahnung. Und er hat jetzt mein Intervall verkürzt auf 10 Wochen. Also ich bekomme eine Bido, hatte da vorher ja so 11,5 Wochen, eigentlich 12, aber ich habe immer gesagt, ein bisschen vorher, weil ich mal unterdosiert war, also hatte ich das Gefühl. Und jetzt hat er einfach mal so auf 10 Wochen, weil ihm der Wert nicht so passt. Dann habe ich gefragt, was ist denn mit dem Wert? Ist der Wert in Ordnung? Ja, der Wert ist in Ordnung, aber ich hätte es gerne ein bisschen höher und ach, keine Ahnung. Ja, vielleicht wechsle ich den dann mal, aber ich kenne mich, ich bin faul, also wechsle ich ihn wahrscheinlich nicht. Aber mal sehen, wenn das übernimmt, dann denke ich vielleicht ernsthaft darüber nach. Ansonsten, ja, alles top bisher, kann mich nicht beklagen. Ja, dann war's das von mir. Ja, wir sehen uns dann nächste Woche hoffentlich und tschö mit Ö.